Cleos Bank Stay at Home, heute verbunden mit Argentinien. Hallo Verena Böhme, grüß Hallo dich. Mario, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir haben ja hier nur Ausgangsbeschränkung. Du hast mir geschrieben, ihr habt Ausgangssperre. Wie darf ich mir denn das vorstellen? Ja, also bei uns ist es so, dass man tatsächlich nur zum Einkaufen aus dem Haus geht oder falls man zum Arzt oder zur Apotheke muss. Und ja, mit dem Hund darf man auch noch mal ein oder zwei Blöcke laufen, aber nicht wirklich viel weiter weg als so ungefähr, was weiß ich, 400 Meter oder so vom Haus, weil die Polizei ihn sonst auch gerne aufschnappt und dann auch mal nach Personalausweis und fragt, warum man überhaupt so weit weg ist. Also das wird schon kontrolliert hier. Okay, du bist seit 10 Jahren in Argentinien. Du verrätst uns auch bestimmt gleich, in welcher Stadt du lebst und hast dort Manos Verdes gegründet, eine Umweltorganisation. Ich konnte schon ein paar Mal über dich berichten und du bist auch immer wieder in Augsburg, in deiner Heimat. Wärst jetzt auch an Ostern gekommen, auch zum Geburtstag deiner Mama, der vor kurzem war. Das fällt jetzt alles flach. Wie ist so die Stimmungslage bei dir? Wie sind die Gefühle? Ja, die Gefühle sind irgendwie immer wieder so ein bisschen zwiespältig natürlich, weil man sich dann auch kein grauen Szenario machen möchte und sagt, oh, das wird vielleicht irgendwie länger nichts. Aber sagen wir mal so, also ich denke mal, ich hoffe, dass Weihnachten schon klappen sollte. Also bis dahin nutze ich einfach die Zeit, um hier auch meine Dinge aufzuräumen, in Ordnung zu bringen. Irgendwann ist auch immer mal wieder der Gedanken da gewesen, dass ich vielleicht doch mal wieder zurückkomme nach Deutschland, weil man ja doch auch merkt, ja, Familie, Freunde, es ist einem wichtig und nach 10 Jahren ist es schon ziemlich lang. Also man merkt einfach, oder ich merke, dass man wirklich viele Kontakte auch langsam so, die verlaufen so ein bisschen im Sande. Aber gut, die besten Freunde sind immer da, das ist schön. Und manchmal kommen auch mal wieder alte Freunde hoch oder Freunde, mit denen man wenig zu tun hat und die plötzlich auf die Entfernung hin dann plötzlich wichtiger werden, ja. Also wir treffen uns ja eh immer an Weihnachten, habe ich das Gefühl. Das ist so unser Ritual, dass wir an Weihnachten immer gucken, dass wir auf einen Kaffee gehen und haben schon Oder alles Glühwein. Mögliche. Auf den Glühwein und haben schon Genau. immer alles Mögliche uns immer überlegt, was wir zusammen anstellen. Und ich habe an Weihnachten noch groß getönt, heuer zum 10-Jährigen, da komme ich nach Argentinien. Aber wir Ja, wissen, vielleicht klappt es ja noch, wer ja, das weiß. stimmt. Also die Es wäre ja im Feier, die wir Oktober, für, glaube ich. genau, im Oktober haben wir immer noch geplant, die Feier zu veranstalten. Und wir hatten auch eigentlich vor, jetzt eine große Ausstellung über Plastikmüll im Meer zu machen, hier in der Stadt Buenos Aires. Und die mussten wir jetzt leider natürlich auch verschieben oder beziehungsweise absagen. Also die Ausstellung kommt ursprünglich aus der Schweiz, ist schon durch ganz Deutschland getourt und war jetzt zuvor in Montevideo und da liegt sie jetzt halt immer noch im Container. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber sagen wir mal so, einige der Themen, die wir mit der Ausstellung aufgreifen wollten, so zum Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und was macht man eigentlich mit dem ganzen Müll? Das versuchen wir jetzt dann auch virtuell weiterzuführen und werden auch virtuell dazu Vorträge von Experten halten und Konferenzen machen. Also das ist jetzt einfach, es wird halt geswitcht, man muss sich anpassen. Also ich glaube, das ist auch einfach der Geist der Zeit jetzt. Jetzt hast du, du bist nicht, aber nicht in Buenos Aires, du bist in einer anderen Bisschen Stadt. außerhalb. Na, ich Bisschen bin außerhalb. 20 Kilometer außerhalb von Buenos Aires, das heißt nicht im Hauptstadtzentrum, sondern sozusagen auf dem Land, was hier aber auch nicht mehr Land ist, weil das ist der Großraum. Also ich bin in San Isidro, das ist ein Vorort, so ungefähr wie Diedorf von Augsburg, nur mit Deine mehr Heimat. Einwohnern. Genau, und ich bin froh, dass ich hier ein bisschen mehr Grün habe und dass ich auch das große Glück habe, in einem Haus mit Garten zu wohnen und somit also die bevorzugte ja, Lage habe, dass ich hier wirklich auch rausgehen kann und grün sehe und die Sonne sehe. Während viele meiner Freunde, die leben in der Stadt, in der Innenstadt, die dürfen nicht mal in den Gemeinschaftsbereich gehen vom Hochhaus, wo sie normalerweise ihr Fitnessstudio oder halt auch den Pool haben. Und da, selbst da dürfen sie nicht hingehen, weil das ist verboten sozusagen. Das heißt, die sehen teilweise auch wirklich kaum die Sonne. Das schlägt auch aufs Gemüt. Also hast du im Endeffekt, so wie es mir ja Gott sei Dank auch geht, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dieses Privileg, diesen Luxus, ein Haus mit Garten zu haben und raus zu können. Da komme ich nachher drauf, weil du hast da was Schönes aufgegriffen und hast eine schöne Idee. Aber nochmal zu deiner Arbeit. Also wir haben uns ja schon unterhalten, Ja. bevor das alles immer ein bisschen, ja,
immer irrer wurde, sage ich mal, hier auf der ganzen Welt, hatten wir beide auch schon mal Kontakt und da war es in Argentinien noch nicht so. Wir haben beide uns unterhalten, ja, Schulen waren geschlossen, war hier so, war bei dir so in Argentinien. Und da hast du schon begonnen, auch für Kinder Clips zu drehen und auch viel online zu machen, in weiser Voraussicht, was jetzt tatsächlich eingetroffen ist, dass hier keiner mehr raus kann. Wie kannst du deine Arbeit für deine NGO überhaupt noch machen? Also das Positive ist tatsächlich, meine Arbeit reißt irgendwie nicht ab, sondern wird gerade wieder mehr. Vor allem also auch Firmen, die Inhalte brauchen für die Kinder ihrer Angestellten oder auch für die einfach Trainings machen wollen für ihre Angestellten zum Thema Umwelt und nachhaltiges Verhalten. Jetzt du warst jetzt gerade ein bisschen weg. Für welche Leute machst du es gerade? Wir müssen dazu sagen, ich rede gerade mit Argentinien, also mit Verena. Ja, Argentinien. Ja, das Internet. Nein, für wen machst du das? Das sind Firmen, die anfragen. Zum Beispiel, wir arbeiten normalerweise mit einem Shoppingcenter zusammen, die mit uns Bewusstseinsbildungsevents im Shoppingcenter machen. Um dort den Müll, den Leuten auch beizubringen, wie man Müll trennt zum Beispiel. Oder dass man den Müll zurückbringt mit dem Tablett zu einem Stand, wo der Müll dann getrennt wird. Das machen die mit uns. Wir arbeiten da mit Clowns, mit Workshops für Kinder, wo man über Upcycling und über die Wiederverwendung von Materialien lernt. So, und jetzt ist natürlich dem Shoppingcenter auch komplett eigentlich sein Business weggebrochen, aber möchten halt den Kontakt zum Kunden halten. Und haben auch gerade viel, natürlich machen viel auf Instagram, in den sozialen Medien. Und da wollen sie, dass wir jetzt unsere Videos auch mit denen teilen, damit die Leute wenigstens in der Zeit also auch was lernen. Und das ist eigentlich so die Idee dahinter auch. Und die Kinder, damit man sie auch spielerisch ein bisschen begeistert beschäftigt. Ich denke mal, die meisten, weil sie ja jetzt auch Homeschooling mit dem virtuellen Classroom machen müssen, hängen eigentlich viel zu viel vor dem Computer. Aber ich glaube auch gerade die Eltern, die wissen schon gar nicht mehr, was sie teilweise mit ihren Kindern noch machen sollen. Also von daher ist eigentlich immer jede Idee eigentlich gern gehabt und dann, oder gern genommen, dass man dann zum Beispiel aus Klorollen halt Spiele bastelt oder was weiß ich. Also an den Ideen arbeite ich mit meinem Team und da habe ich Gott sei Dank ein paar schlaue Mädels, die mit mir arbeiten, die selber auch Pädagogen sind und die sich diese Ideen überlegen und jetzt müssen wir noch ein bisschen an unser professionellen Video umsetzen, also arbeiten, aber das wird noch ganz lustig, glaube ich. Aber es ist ja schön, wenn diese Zeit auch was Sinnvolles erbringt letztendlich, dass die Menschen sich vielleicht ein bisschen mehr oder noch mehr mit Mülltrennung beschäftigen. Für das bist du ja angetreten vor 10 Jahren und machst da so viele Projekte, bist auch weltweit unterwegs. Das Letzte, wo ich auch über dich schreiben konnte, war die Klimakonferenz, wo du auch noch warst in Madrid. Ja, und genau. Wenn ich mir da überlege. Ja, das war eigentlich traurig und spannend zugleich, weil es gab so zwei Welten auf der Klimakonferenz. Zum einen der politische Aspekt, der halt irgendwie gezeigt hat, dass da noch jeglicher internationaler Wille fehlt. Und zum anderen aber die einzelnen Menschen, die vor Ort waren, Organisationen, internationale NGOs, auch Unternehmen, die waren total engagiert und auch enthusiastisch, dass man auch das Thema, also Anpassung an den Klimawandel auch wirtschaftlich nutzen kann, um da einen ganz neuen Wirtschaftszweig aufzubauen. Und das war irgendwie spannend zu sehen. Und jetzt denke ich mal, die Welt oder die Natur zeigt uns eigentlich mit den Regeln, die sie eigentlich ganz normal hat, die Naturgesetze sind so, dass wir reagieren müssen und sie zwingt uns zu reagieren. Deswegen bin ich schon ganz gespannt. Also die COP26 wurde jetzt verschoben. Leider ist Verena jetzt gerade. Bin ich wieder weg. Jetzt bist du wieder da. Bin ich wieder. Das sind aber auch die Naturgesetze. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber es muss doch auch gerade für jemanden wie dich, der in diesem Bereich arbeitet, auch im Moment ganz irre und spannend sein, wie sich die Welt gerade erholt, die Natur, die Umwelt. Das ist doch verrückt, oder? Vor allem, das ist eigentlich genau die Arbeit, die wir eigentlich machen, das ist Bewusstseinsbildung. Und die Leute freut es total, wenn sie in den sozialen Medien dann sehen, dass irgendwo in einem Ort die Rehe auftauchen oder die Wildschweine dann, was weiß ich. Ne? Also in Bayern kennt man das vielleicht ein bisschen mehr, aber halt hier international ist das für die meisten nicht ganz so normal. Also Buenos Aires in der Großstadt, wenn man da irgendein Wildtier sieht, dann ist es wahrscheinlich aus dem zoologischen Garten entlaufen.
Aber das bringt mich zu deiner Aktion. Du hast heute aufgerufen, ich mache das für mich schon seit ein paar Tagen, dass ich jeden Tag bewusst poste, für was ich dankbar bin. Und du möchtest das jetzt mit deiner Community auf Facebook auch teilen, genau, mit dem eigenen Hashtag, dass man sich Gedanken macht, für was man auch dankbar ist. Genau, und ich finde nämlich, also ich merke das jeden Tag hier, indem ich jetzt natürlich auch aufräume, ausmiste. Ich glaube, jeder macht das gerade. Und man merkt auch, wie viel wir eigentlich haben. Und ich kann hier wirklich noch von Glück sagen, dass ich hier in einem sehr reichen Vorort von Buenos Aires wohne, wo auch wirklich keine Armenviertel direkt um die Ecke sind. Und die Armenviertel, die werden jetzt in Argentinien zum Beispiel vom Militär auch mit Essen versorgt. Also kam gerade jetzt heute in der Tagesschau anscheinend ein Artikel dazu, oder einen Beitrag, wie das tatsächlich langsam engert, weil dort leben Menschen wirklich von der Hand in den Mund. Also wenn wir hier mit einer Putzfrau oder wenn jemand für uns arbeitet oder uns unterstützt hat, die Menschen werden täglich bezahlt und leben auch von den Tageseinnahmen oder die Straßenverkäufer. Also für mich ist das schon echt, das ist so das, wo ich eigentlich am meisten Angst habe. Weniger, ja gut, die sanitäre Situation auch, aber ich denke mal gerade das Wirtschaftseinkommen der kleinen Menschen. Und ich glaube, das ist auch so die Entwicklung in der Zukunft, wo man sich überlegen muss, wie kann die Weltgemeinschaft eigentlich auch diese großen Unterschiede im Einkommen, wie können wir das auffangen und wie können wir da solidarischer werden und auch in Zukunft diesen Ausgleich besser schaffen. Das ist eigentlich genau das, wo die Agenda 2030 auch mitarbeitet von den Vereinten Nationen. Aber es ist nicht leicht, es ist tatsächlich einfach nicht leicht, weil da hängt einfach unglaublich viel Bildung auch dahinter. Also der Staat, der eigentlich hier vor allem für Bildung sorgen muss, damit dann halt die Menschen in den Grundausstattung auch haben hier, was das Denken angeht. Ne? Ja, wollen wir hoffen, dass diese weltweite Krise die Menschen dazu bringt, mehr zu reflektieren und nachzudenken. Ich sage auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie viel Uhr ist bei dir jetzt? Bei mir ist 20 Uhr. Wir haben jetzt 20 Uhr hier in Deutschland. Ja, und bei uns ist es 15.04 Uhr. Also genau, wir sind 5 Stunden jetzt zurück nach der Sommerzeitumstellung. Okay, genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Entweder, dass es vielleicht klappt, dass ich dich besuche zum 10-Jährigen von Manos Verdes oder dass wir uns spätestens auf dem Augsburger Christkindlesmarkt auf einen Glühwein treffen. Genau. Tschüss, Verena. Spätestens dann. Ganz lieben Dank, Cleo. Nach Buenos Aires. Tschüss. Bis bald.